Hallo, meine spurenliegenden Kletterwelblinge und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschig-flauschigen Grünchen hier bei Endling Extinction is Forever. Ja, letzte Folge war ja wieder alles ein bisschen knappig-wappig, aber noch sind wir im Game dabei. Wir sind auch schon bei einigen Spuren, die wir gefunden haben. Wir haben noch, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spuren offen und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind fast bei der Hälfte schon mal angekommen von den Spuren. Ich weiß nicht, wie, wo, was, nachdem sich das Spiel richtet. Aber ich würde sagen, wir gehen auch gleich wieder rein, um einfach loszulegen. Ich finde es süß. Genau, dort gibt es noch freundliche Menschen. Und das finde ich schön. Dass die Welt nicht komplett verkorkt ist. Ich würde sagen, wir werden den Weg hier unten mal lang nehmen. Und hier lang gehen. Genau, das sollten wir machen. Wir hatten da hinten auf jeden Fall noch Eier gehabt. Zumindest ein Ei, um nochmal ein bisschen was zum Futtern zu holen. Da ist er nämlich. Damit wir das dann auch gleich haben. Und dann gehen wir hier unten lang. Siehst du, genau, da ist nämlich noch das Ei. Das würde ich gerne noch einmal holen. Damit wir das dann auch nochmal haben. Und nee, brauchen wir nicht. Komm mal runter. So. Leg mal ab, dass die kurz futtern können. Und dann gehen wir nochmal ein Stück zurück und laufen unten entlang. Nee, wobei hier ist nochmal was. Das würde ich mir erstmal angucken. Wir gehen dann da lang, gucken nochmal hier. Und dann gehen wir hier unten nochmal lang. Das würde ich nämlich auch gerne nochmal wissen, was das da ist. Und hier haben wir wieder den Dachs. Genau, futtert euch mal schön zu. Da kommt der hinterher. Das ist ja süß. So, wir gehen jetzt den Weg und dann den ersten Weg nach rechts. Den ersten Weg nach rechts müssen wir dann. Süß. Oh, da müssen wir aufpassen. Ist es vielleicht die Kleine wieder? Ist ja süß. Hä? Verirrter Welpe? Achso, die sind da unten jetzt und warten da drauf. Okay, dann wird sie hier unten stehen. Oh, ist ja süß. Oh, süß! Oh. Ich finde es toll. Die Geschichte, die machen sie wirklich. Also, wow. Für mich sehr Gänsehaut-Feeling, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ich finde das. Boah. Ich muss sagen, Tieren allgemein so irgendjemanden wirklich was antun. Wobei doch, ich sollte nichts falsch erzählen. Also, Menschen, die was Böses tun, denen könnte ich schon was antun. Ich glaube, da habe ich so eine kleine bösartige Ader so ein bisschen drinne. Und die ist nicht gerade ohne, wirklich. Ich kann da sehr, also Menschen, die es wirklich dann auch verdient haben. Achso, das war ein Häsle, ich dachte gerade. Wollen wir den Hasen jagen? Wenn der herauskommt, könnte man den gleich ertappen. Ja, haben wir. So, wir haben was zu Futter mitgenommen. Wiederum muss man hier auch sehen, ne? Also, der Fuchs, der hat den Hasen gejagt, weil wir das nicht anders konnten. Wir brauchen den, ja, für unsere Welpen. Sprich, stirbt einer, leben drei. Also ist jetzt ein bisschen was anderes als jetzt im Menschlichen, einfach mal sowas zu jagen, ne? Aber ich fand das schon. Guck mal, hier ist der Hasenbau davon. Ich will nur die Ereignisse mir angucken, um zu sehen, was da auf uns wartet. Notice for Demolition.
Hier haben wir auch noch was zu futtern. Im Frühling hast du wirklich ein bisschen mehr Futter. Ah, okay, ich könnte hier noch mal eine Spur legen. Na kommt hier, futtert mal, dann lege ich hier mal eine Spur. So. Wir haben jetzt hier die Spur gelegt, dass er da dann hinkommt. Hier war auch ein witziges Ereignis, bei der er hier irgendwie was sich angeguckt hat. Nee, hier brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das lassen wir erstmal liegen. Wir sind gerade voll aufgesättigt. Das wäre jetzt doof, wenn wir jetzt hier auch noch anfangen würden, wieder die Jagd zu gehen. Genau, da hinten hätten wir noch was. Oh, guck mal, hier ist ja auch noch was. Also Futter hast du hier wirklich eine ganze Menge. Da hinten hast du den Jäger wieder, ne? Das war noch hier mal, das ist doch eine Bienenzucht hier mal gewesen, oder? Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu viele Sachen uns angedeihen lassen, weil wir ja trotzdem noch Futtervorräte brauchen. Futtervorräte brauchen wir ja trotzdem noch. Aber ist das das Problem? Ah ne, warte mal, wir könnten da oben dann lang gehen. Wir hätten noch eine Möglichkeit. Da hinten ist auch noch ein eigenes. Das haben wir jetzt aber nicht mehr geschafft. Was ist das? Ach so. Hier sind die Blätter da drin. Ich dachte, da sitzt jemand drin. Aber ist halt nicht. Ja. Auf dem Rückweg hätten wir eine Möglichkeit, noch mal was zu besorgen. Okay, hier kommen wir bis hier hin und dann ist erstmal wieder Ende im Gelände. Ich würde dann auch sagen, wir kehren dann erstmal zurück, weil es jetzt schon wieder Tag wird. Was, verdammt, wir sind schon Nacht 16. Die Nacht ist viel zu kurz. Versuchen wir jetzt mal wieder zurückzukommen. Vielleicht holen wir zwischendurch noch mal ein paar Beeren oder sowas. Oder noch mal ein Ei, damit die Kleinen auf jeden Fall gut gesättigt sind. Wir müssen jetzt nur aufpassen, weil es mitten am Tag ist, dass wir dann zur Not noch mal uns irgendwo hin verstecken müssen. Der Jäger, der wird jetzt da unten sein. Sprich, wir dürfen dann da nicht lang, sondern wir müssen da hoch. Kommen wir denn hier hoch? Also alle? Genau, hier haben wir nochmal was zu futtern. Und ab jetzt heißt es nämlich Lucky Lucky Mann. Genau, da ist nämlich die Eule. Runter. Hier holen wir auf jeden Fall nochmal Futter. Jetzt ziehen wir erstmal weiter. Wir haben nämlich nochmal Futter bekommen. Das Ei lassen wir jetzt erstmal noch. Das nehmen wir jetzt nicht. Und hier geben wir jetzt erstmal euer Futter. Na kommt. Wir ziehen erstmal weiter. Das Ei lassen wir jetzt noch, weil das könnte man noch gut gebrauchen. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit. Das ist so süß. So, nächsten müssen wir dann hoch. Guck mal, da oben hätten wir auch noch mal das Ei, ne? Oder hatte ich das schon geklaut? Hatte ich das Ei hier schon genommen? Ja, doch, das hatte ich schon gehabt. Ja. Es ist schon da. Komm, wir gehen jetzt aber erstmal Richtung Heimat. Weil wir haben jetzt erstmal genug gesammelt. Der Tag ist ja auch schon eine Weile eingebrochen. Und ist nicht mal schön, so das Bild gerade mit der Sonne, die da rum ist. Aber halt hier alles zerstört wieder, ne? Alles zerstört.
Das sieht aus von einem Triebwerk. Ab ins Bettilein, meine Süßen. Na los, komm, wir gehen mal schlafen. Ich finde es schön mit dem, dass du dann die Möglichkeit hast, auch jemanden kennenzulernen und da dann zu schauen und so weiter. Das finde ich schon cool. An sehr hohen Abgründen kannst du nur herunterspringen. Aha. Machen wir eine neue Spur. Wenn er so lange lädt, dann scheint er wieder eine neue Spur zu finden, ne? Guck mal, das ist immer noch der Jäger. Hier hast du jetzt nochmal zwei Ereignisse, okay. Gehen wir mal in die Richtung hin, dann würde ich mir gerne die Ereignisse angucken. Und wir... War das Haus schon vorher da gewesen? Nee, ne? Doch, das ist das Haus, wo die Kleine sitzt. Aber jetzt ziehe ich mal mehr ein. Stimmt, die Bäume sind jetzt hier weg. Weißt du, wenn du die Eier nicht sammelst, kann passieren, dass dann die Bäume nämlich abtrünnig werden und dann sind... Guck mal, hier war nämlich alles voller Bäume. Jetzt fehlen die Bäume hier. Mist, wir müssen kurz zurück. Die Bäume fehlen hier. Krass. Das ist ja übel. Wie sich das alles verändert. Das ist ja übel. Also verlierst du schon die Futtersachen dann nach einer Weile. Nach einer Weile verlierst du die Futtersachen. So, wir legen dann für ihn schon am nächsten Mal hier die Falle sozusagen aus. Und hier, was ist da jetzt hier? Oh, weil. Was soll denn das jetzt? Mist. Da habe ich jetzt gerade gar nicht reagiert. Ups. Aber wir haben ja zum Glück gespeichert, da war ich jetzt zu langsam. Genau. Wir können ja jetzt nochmal hoffentlich das laden, ne? Genau. Wir sind am selben Tag. Ach du Jemini. Ich glaube, wir müssen diesen Dachs-Kleines retten, damit er dann. Meine Güte. Da habe ich nicht aufgepasst gerade, so ein bisschen. Wenn ich jetzt aber gleich, genau, warte mal, wenn ich jetzt gleich in die Richtung gehe, sieht das eigentlich besser aus. Wir müssen gleich in die Richtung abdriften. Das ist sinnvoller. Genau, siehst du so. Und dann gehen wir nämlich gleich da lang. Was sind diese ganzen roten Punkte eigentlich? Dann laufen wir gleich hier lang und kümmern uns gleich, dass wir von da hinten dran gehen. Wir wissen es ja schon, ist ja zumindest schon mal besser. Okay, hier ist nämlich jetzt wieder das Ding, genau. Ich muss jetzt hier hoch und dann in die Richtung weg. Und dann müssen wir... So, nee, ich muss jetzt kurz warten. Wir können hier erst lang, wenn er den Blickwinkel von hier verloren hat. Erst wenn er den Blinkwinkel verloren hat, nämlich bringt das uns was. So. Ah, guck mal, der hat da das. Können wir hier auch alle runterspringen? Nee, sie können ja nicht mitkommen, die Kleinen. Das ist unser Problem. So, wir müssen jetzt nämlich zurück. Dann bringen wir dem Dachs natürlich sein Kleines, damit der dann auch noch ein bisschen Unterstützung dann, also dass er, ja, das Kleine wieder hat. Ne, ich will hier runter. Warum kann ich hier nicht runter?
Muss ich jetzt echt da rum? Boah, ist das mies. Ist das mies. Wir müssen rumlaufen. Aber die Kleinen haben nochmal was zum Futtern bekommen. Das ist schon mal gut. Ich finde, das Musikalische haben sie auch sehr gut reingepackt. Wir warten lieber. Nee, ich warte. Das ist mir zu kurzweilig. Siehst du? Das ist zu kurzweilig. Wir müssen gucken, dass sobald er weggeht, dann gehen wir da durch. Guck mal, da ist nochmal was zum Fressen, ne? Das ist ein Apfel. Wenn ich das richtig sehe. Hier, meine Süßen. Da könnt ihr futtern. Ist doch der richtige Weg, ne? Ja. Hier warten wir jetzt aber noch mal kurz. Tiere, helfe Tiere! So machen wir das hier. So, bis hierhin kann ich gehen. Und los. So, dann bringen wir dem Kleinen mal seinen zur Mama. Hier, mein Süßer. Da, für dich. Gern geschehen. Oh. Oh Mann. Konnten aber ein bisschen helfen. Warte mal, was ist denn das jetzt für ein Weg? Ah, okay. Der ist schon da. Wo kam denn der jetzt her? Das war übel. Ach, guck mal an. Wir sind jetzt an der Stelle, wo er Dings gemacht hat, ne? Ey, da ist ein Huhn. Ah, guck mal, der Baum ist weg. Ah ne, wir sind noch von der anderen Seite. So, wir können doch aber alle hier runter, oder? Ah, süß! Anstatt die Mama auch so lang läuft. Jetzt ist das jetzt die Frage. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo noch irgendwas finden? Stimmt, was ist denn hier noch? Ist hier noch eine Möglichkeit für ein Futter? Bin gleich wieder bei euch. Nee. Erstmal noch nicht. Wir wissen, dass da die Möglichkeit besteht. Ah, guck mal, da oben hast du Bären. Und dann nehmen wir die erstmal. Hier, meine Süßen. Ja, wir laufen jetzt mal den Weg hier weiter. Vielleicht finden wir hier nochmal eine Kleinigkeit zum Mommelmampfen. Zum Mimmelmimpfen. Ah, guck mal hier. Hier ist irgendwo die Möglichkeit. So, guck mal, jetzt kann der nämlich das Ei nochmal holen. Ich sag ja, irgendwo haben wir immer ein paar Möglichkeiten, die wir uns noch ein bisschen offen gelassen haben. Da können wir den nochmal ein bisschen nachfüttern. Und... hier müssen wir jetzt kurz aufpassen. Das hat ihnen eine Menge Futter gebracht. Wir müssen jetzt aber langsam Richtung Heimat gehen. Da müssen wir jetzt nämlich aufpassen, weil es jetzt wieder mitten am Tag wird. Das könnte dann uns ein wenig gefährlich werden. Da müssen wir hoch, genau. Wir gehen jetzt hier hoch. Da unten durch und dann haben wir schon den richtigen Weg. Na kommt, meine Süßen. Aber ich glaube, der Baum, den wir hier noch einmal hatten mit dem Ei, der ist ja nicht mehr existent. Wir hatten ja hier noch einen Baum gehabt. Aber
Der ist ja nicht mehr. Ich glaube, der hier war das. Na, 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 na. So, wir sind eigentlich ganz gut gesättigt. Ist der Dachs jetzt eigentlich ein Böse oder nicht? Jetzt haben wir dem ja schon wieder geholfen. Hätten ja, glaube ich, schon mal geholfen. Statt zu verspeisen. Und hinein. Oh. So. Ja, guck mal, das ist der Jäger wieder. Ah, interessant, wie aufmerksam sie dann noch ist. So, und guckt so. Hm. Und der sucht ja dann sozusagen. Oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall aber noch eine Runde machen. Ich habe jedes Mal dann Angst. Jeder Tag ist wieder so, wo du dann Angst hast, weißt du? Über Daxetunnel kannst du schnell reisen. Ach so. Oh, eine neue Spur entdeckt. Oh nein. Eine neue Spur ist wiederum schlecht. Da wir uns jetzt darauf konzentrieren müssen. Und wir jetzt dann nicht auf Nahrungssuche gehen können. Ach guck mal, wir können zum Dachs runterlüppeln. Genau, wir gehen den Weg hier entlang und bis zum Dachs runter dann mal. Hoffen wir aber auf noch ein bisschen Nahrung. Wir haben schon wieder ein bisschen Nahrung verloren und das ist ganz wichtig, dass wir da nochmal was finden. Hier könnten wir ihm doch nochmal... Nee, macht er leider nicht. Und rüber. So anstrengend ist, dass die halt auch in der Nacht hier so herumhübeln, ne? Die Leute. Wie weit geht denn das? Da vorne ist das Ding, wo dann der Dachs runter. Ah, sehr gut. Wir müssen hier auch runter. So, und wir gehen jetzt aber erstmal noch in die Richtung hier. Kommt ihr Süßen? Wir müssen jetzt bloß leise sein, weil wenn wir das zu schnell machen, dann sehen die uns. So. Hier ist das nächste. Aha. Ja, das ist übel. Das ist immer das Schwierige. Du musst die Spur finden. Du musst dann auch. Zur Not müssen wir heute mal wieder Müll essen. Der hat ein Dachs-Ding, ne? Jetzt könnten wir hier irgendwo schnell reisen. Das ist schon mal gut zu wissen. Könnten wir auch zurückgehen und da nochmal gucken, ob wir da nochmal ein paar Essensvorräte finden. So, erstmal suchen wir noch hier ein bisschen ab. So, dann müssen wir heute mal wieder ein bisschen Müll servieren. Das ist dann leider so. Können wir jetzt nichts machen. So. Ah. Okay. Ist ja süß, der hat mir das aufgemacht, ne? Okay, warte, wir folgen der Spur gleich wieder. Ich will nur mal gucken, haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit auf Nahrung?
Eisen. Okay, da ist schon wieder dieser blöde Jäger. Verdammt. Na komm, meine Süßen, wir müssen uns beeilen. Witziger ist, er hat nur einen Fokus auf uns, ne? Er hat keinen Fokus auf die Kleinen. Oh verdammt, jetzt wird's aber enger, weil uns das Fressen ausgeht. Jetzt geht uns das Fressen aus und die Nacht geht langsam rum. Ich finde nur, dass der Nahrungsbalken doch teilweise ganz schön heavy ist vom Ablauf. Aber mir muss da irgendwo was noch zu fressen sein, oder? Da ist irgendwas zum Fressen. Wir müssen gleich noch den Hasen oder was es da ist, dann suchen. So. Ah, okay. Da ist es. Hier haben wir was zum Futter, meine Süßen. So, wir haben das nicht. Ich weiß, eigentlich ist es immer doof, weil wir dann immer zwischendurch das abbrechen müssen, aber ich würde lieber gerne. Ich würde lieber gerne einfach das mir überleben. Wir hätten uns jetzt auch angucken können, aber wenn ich mir das angucke, ist die Zeit. Oh. So, reiß ihn. Diesen Blöden. Geh doch da runter. Hallo. Warum läuft die nicht runter? Wo kam der denn jetzt aber her auf einmal? Ich wollte da unten nämlich noch lang gehen, um zu gucken, wo da das ist. Aber haben wir jetzt leider nicht. Wir brauchen noch Futter. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir am besten langlaufen, damit wir noch Futter kriegen. Aber wir einigermaßen gesättigt in die Höhle laufen. Naja, zumindest sind wir denn jetzt erstmal kurz wieder los. Hier haben wir leider auch nichts mehr. So, warte mal. Wir laufen jetzt den Weg zurück und dann gehen wir da links lang. Ich glaube, da waren nochmal die Möglichkeiten, nach Futter zu suchen. Warte mal, von hier aus würden wir ja nur darüber flüpschen, wa? Wobei, wäre eigentlich gut, von da nach da und dann zurück. Warte mal, lass mal kurz versuchen. Wir gehen jetzt mal darüber. Na guck mal, siehst du, da haben sie gleich nochmal was zu futtern gefunden. Und hier vorne war nämlich auch was zum Futtern. Ha! Siehst du? War gut, dass wir den Weg gewählt haben. Und dann könnten wir nämlich jetzt ab sofort die Wege anders wählen. Sehr gut. Dann sitzt er nämlich schon mal ein bisschen gesättigt. Finde ich aber cool, dass der Dachsbau so ist. Ich habe ja am Anfang gedacht, er ist ein Gegner. Da oben ist noch Müll, den wir noch zur Not nutzen könnten. Und derzeit sind wir wieder knapp halb voll. Das ist auch erstmal fantastisch. Der Fujicam. So, wir laufen jetzt nach links weg. Und gucken mal, dass wir hier irgendwie die Möglichkeit haben. Flop. Waren hier hinten nicht irgendwo noch die Möglichkeit, ein Ei zu finden? Doch mehrere Möglichkeiten, Eier zu finden, ne? Da hinten waren mehrere Möglichkeiten, Eier zu finden. Aber wir gehen jetzt erstmal Richtung Heimat. Wir will also unsere ersten Unterbringung wieder. Dann können wir da erstmal den Tag rumbringen und dann können wir von hier aus dann nämlich retour laufen. So. Von hier aus kriegen wir ja dann, zur Not haben wir da auf jeden Fall wieder das Futter noch in der Nähe. Dann holen wir uns da zur Not noch den Müll oder so. Passt das schon. Da können wir auch nochmal hingehen. Da ist immer nur der Froggy Frog Frog. Aber, meine Damen und Herren, für heute war es das dann auch wieder erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht es weiter darum zu schauen, dass wir unser Essen zusammensuchen und den Spuren weiterverfolgen. Wir sind ja zumindest schon mal jetzt...
über die Hälfte sozusagen raus. Weil wir jetzt bis hierhin ja schon sind. Bis hierhin sind wir ja schon mal. Ich bin ja gespannt, noch 1, 2, 3, 4, in 5 Spuren, dann glaube ich, kommen wir dem ja dann näher. Ich glaube, das ist dann nämlich auch erstmal alles. Ich bin gespannt und weiterhin, ja, weiterhin ein wenig Angst. Das wird es auch schaffen soweit. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.